Heute zeige ich dir die Junghans Spektrum Automatik, eine Uhr mit einem überraschenden Werk und einem für mich sagenhaften Preis-Leistungs-Verhältnis, was mich wirklich überrascht hat. Hallo und willkommen bei Watchboxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Dass du reingeklickt hast, zeigt entweder, dass du mein Video zufällig gefunden hast, aber die ersten 10 Sekunden, 15 Sekunden interessant genug fandest, um dran zu bleiben, oder dass du meine Videos regelmäßig schaust. Wenn du meine Videos regelmäßig schaust, dann besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass du meinen Kanal noch nicht abonniert hast. Das kannst du tun, indem du unter dem Video auf den Abo-Button klickst oder unten rechts im Video auf mein Logo. Und in beiden Fällen kannst du meinen Kanal recht einfach abonnieren. Und wenn du dann noch die Glocke aktivierst, dann wirst du über alle meine Videos informiert, insbesondere auch über die von mir gerade eingeführten Newsflashs, wo ich aktuelle Begebenheiten und aktuelle Fakten aus der Uhrenbranche kurz und knackig zusammenfasse. Jetzt soll es aber um die Junghans Spektrum Automatik gehen. Eine Uhr, die auf den ersten Blick auffällt, weil sie durch die Farbgebung Stahlschwarz außergewöhnlich ist und nicht das ist, was man üblicherweise erwarten würde. Die Junghans Spektrum Automatik hat einen Materialmix aus Edelstahl am Gehäuse sowie eine schwarze Keramiklünette. Das Gehäuse hat einen Durchmesser von 41 mm und die Uhr ist mit 9 mm angenehm flach. Die Uhr hat eine Wasserdichtigkeit von 100 Metern und hat auf der Vorderseite ein Saphirglas und auf der Rückseite einen Boden, der einen Werk Sicht freigibt. Das Werk ist sehr interessant, aber da gehe ich gleich noch etwas näher drauf ein. Die Strichmarkierungen an 12, 3, 6 und 9 Uhr sowie die Zeiger sind mit Leuchtmasse gefüllt, allerdings nicht überreichlich, das werde ich euch im Nightshot noch zeigen. Schön finde ich, dass die Zahlen unterschiedlich bei Licht erscheinen. Ihr könnt das hier sehen, wenn ich die Uhr gegen das Licht ein wenig kippe. Jetzt sind die 9 und die 3 sehr deutlich und die 12 und 6 treten zurück. Und wenn ich die Uhr etwas drehe, passiert genau das Gegenteil. Wirklich interessant gemacht und ein sehr schönes Gimmick. Ich zeige euch auch, wie die Uhr am Handgelenk aussieht. Dafür muss ich meine Stova Icarus abnehmen. Man kann auch die Uhren einmal im Vergleich zeigen. Die Stova Icarus hat 40 mm Durchmesser und die Junghans Spektrum Automatik 41. Ich finde, die Größen sind absolut vergleichbar. Am Arm finde ich die Junghans Spektrum wirklich sehr schön. Sie liegt sehr angenehm am Arm und es ist in meinen Augen ein Mix aus sportlich elegant, modern, wirklich ein Hingucker, den man nicht überall sieht. Ich hatte schon erwähnt, dass das Werk etwas Besonderes ist. Und zwar handelt es sich hierbei um eine Kooperation von Junghans mit Seiko. Das Werk ist ein Werk, das auf dem Kaliber 9S51 von Seiko basiert. Es handelt sich hier also im Prinzip um ein Grand Seiko-Werk, bei dem einige Teile wie Brücken und ähnliches von Junghans zur Verfügung gestellt wurden. Ich finde das in dieser Preisklasse sehr, sehr bemerkenswert, denn bei einigen Händlern gibt es diese Uhr aktuell um die 800 Euro und ein Grand Seiko Automatikwerk mit einer Uhr mit Keramiklünette finde ich wirklich einen absoluten Preishit. Ich finde das Ziffernblatt der Uhr wirklich sehr faszinierend, weil es immer wieder das Erscheinungsbild ändert.
Das Datum mit der schwarzen Datumsscheibe ist sehr zurückhaltend, zwischen 4 und 5 positioniert, stört mich überhaupt nicht. Die Krone ist ebenfalls aus Keramik und hat den Junghansstern. Es gibt einen sehr schön integrierten Flankenschutz für die Krone. Fällt kaum auf, schützt die Krone aber zuverlässig. Die Hörner haben einen mehrfachen Schliff, sowohl hier beim Übergang ins Band als auch von der Seite und von der Front. Wirklich ein mehrfach geschliffenes Horn. Ich finde das wirklich aufwendig gemacht. Die Flanke selber ist mattiert und sehr weich, sehr angenehm. Insgesamt macht die Uhr auf mich einen extrem hochwertigen und wirklich haptisch sehr, sehr angenehmen Eindruck. Was mir allerdings auffällt, ich habe sie jetzt nicht auf eine Waage getan, die Uhr wirkt relativ schwer in meiner Hand. Das Armband ist ebenfalls Stahlkeramik, nicht zu dick, was ich sehr gerne mag. Die Glieder sind gestiftet, nicht geschraubt. Und was ich sehr gut finde, es gibt auch kleinere Glieder, um das Armband an die jeweilige Handgelenksgröße anzupassen. Denn die Schließe ist eine Butterfly-Schließe. Das heißt, hier gibt es keine Feinverstellung. Dafür trägt die Schließe aber auch nicht sehr hoch auf. Eine angenehm flache Schließe, die sowohl mit dem Junghans-Schriftzug als auch dem Junghans-Logo signiert ist. Schauen wir uns einmal an, wie die Junghans-Spektrum bei Nacht aussieht. Dafür mache ich jetzt die erste Videoleuchte aus und die zweite Videoleuchte. Und das ist die Nachtansicht der Junghans Spektrum Automatik. Sehr reduziert. Man kann es lesen, aber ich würde mich über die Nacht nicht auf diese Anzeige verlassen. Im Dämmerlicht oder wenn man kurz vom Hellen ins Dunkel kommt, garantiert ausreichend, aber ich glaube nicht, dass das wirklich eine Beleuchtung und eine Anzeige ist, auf die man die ganze Nacht vertrauen kann. Die Uhr hat aktuell einen Listenpreis von deutlich über 1000 Euro, aber bei diversen Online-Händlern bekommt man sie auch für um die 800 Euro, teilweise auch knapp drunter, wenn man etwas sucht. Und den Straßenpreis dieser Uhr finde ich wirklich einen absoluten Knaller, gemessen an dem, was die Uhr bietet. Die Uhr ist kein Leichtgewicht, mit 140 Gramm bringt sie schon ein gewisses Gewicht mit, was mich überrascht, insbesondere angesichts der relativ geringen Bauhöhe, aber das vermittelt auch in gewisser Weise eine Wertigkeit.